Eine 276 Milliarden US-Dollar schwere Welle kann auf den Markt zurollen, wenn man den Analysten von Goldman Sachs Glauben schenken mag. Dazu gibt es widersprüchliche Aussagen vom US-Verbrauchervertrauen und eine wohl weiter hawkische EZB. Das sind die Themen in dieser Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und wir starten auch. Bevor wir aber auf diese Themen schauen, einmal der Blick zurück zu gestern. Da habe ich mich ja so ein bisschen darüber aufgeregt, wie die First Republic Bank mit ihren Investoren umgeht und wie sie die Quartalszahlen vorgestellt hat. Echter Affront, falls ihr das nicht gesehen habt, schaut das euch gerne an. Im Video gestern ist das zentrales Thema. Dann gab es gestern einen Bericht von Bloomberg. Informierte Kreise haben berichtet, dass die First Republic Bank wohl Vermögenswerte verkaufen wird in Höhe von 50 bis 100 Milliarden US-Dollar. Falls es tatsächlich 100 Milliarden Dollar wären, dann wäre das fast die Hälfte des gesamten Bestands an Vermögenswerten. Und der Sinn dahinter ist einfach, dass man den staatlichen Eingriff und den Konkurs vermeiden möchte und selbst die Kontrolle darüber haben möchte. Das hat natürlich bei manchen dann auch am Markt die Frage aufgeworfen, okay, der Bankenstress wird jetzt offensichtlich wieder ein bisschen aufflammen. Hat das zur Folge, dass dann die Fed die Zinsen womöglich nicht anheben wird und zur Zinspause übergehen wird? Wir können uns das anhand der Daten der CME Group herleiten und da sehen wir kaum Veränderungen im Vergleich zu gestern. Immer noch rund 3/4 Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 25 Basispunkte und nur 24% dafür, dass es keine Anhebung geben wird. Heute in einer Woche ist die Zinsentscheidung. Und auch, wenn wir noch ein bisschen weiter schauen auf die übernächste Sitzung, auch da ist die Wahrscheinlichkeit bei knapp 70% und damit auch fast unverändert zu vor der Nachricht von gestern, dass die Zinsen dann noch weiter angehoben werden, sondern zwischen der nächsten Sitzung und der übernächsten Sitzung maximal eine Anhebung. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit bei 70%. Interessant wird meiner Meinung nach dann auch sein, wie dann auf der Pressekonferenz bei der Zinsentscheidung Herr Powell sich äußern wird hinsichtlich der Erwartung, wie der Bankenstress sich weiterentwickelt und welche Konsequenzen das für die Entscheidungen der Fed haben wird. Meiner Meinung nach wird die Fed sich davon nicht in großem Maße beeinflussen lassen, zumindest Stand jetzt nicht. Das kann sich natürlich ändern, wenn plötzlich weitere Banken pleite gehen sollten. Stand jetzt glaube ich nicht, dass die Fed sich von ihrem Kurs abbringen lassen wird. Es ist und es bleibt abzuwarten, ob es dann tatsächlich drastische Folgen für die Wirtschaft geben wird, weil erst dann die Fed womöglich über eine Zinspause nachdenken wird, meiner Meinung nach. Und das würde dann aber auch bedeuten, dass die Wirtschaft sich weiter abkühlt und es dann von dieser Seite her nicht notwendig sein wird, die Zinsen anzuheben, und weil die Inflation eben über diesen Weg dann schon zurückkommen kann. Wir schauen auf die schon angesprochene 276 Milliarden Dollar Welle. Und zwar geht es um professionelle Marktteilnehmer, die sich auf systemgestützte Modelle verlassen in ihren Investitionsentscheidungen. Das sind beispielsweise Algorithmen, das sind Modelle, die sich auf Statistik und Mathematik berufen. Und da gab es jetzt eine Recherche von Goldman Sachs Strategen, die sagen nämlich, dass die Zuwächse dieser Marktteilnehmer in den letzten Monaten sehr stark angestiegen sind. Über 170 Milliarden US-Dollar sind in den Aktienmarkt geflossen von dieser Seite. Und sie sagen auch, dass die Luft jetzt dünn werden kann. Im Wortlaut spricht man von Munition. Ich mag den Begriff nicht so sehr. Das heißt, laut deren Berechnungen, selbst falls der Aktienmarkt weiter steigen kann oder steigen wird, dann werden diese Investoren nur mit 25 Milliarden US-Dollar weiter in den Markt hinzukommen. Zum Vergleich, 170 Milliarden haben sie in den letzten zwei Monaten schon in den Markt gesteckt. Falls aber der Markt einen Turn machen wird und es zu einem Sell-off kommen sollte in den kommenden Wochen, dann würde es so sein, dass rund eben diese 276 Milliarden US-Dollar auf den Markt kommen können, denn diese computergestützten und modellhaften Anlagen, die
brauchen natürlich auch diese Systemtreue. Und wenn es dann einen Trigger gibt, der zum Verkaufen rät, insbesondere weil in den letzten Monaten ja auch schon entsprechende Gewinne erzielt wurden, dann, so die Berechnung, kann es zu einer Welle nach unten kommen. Ich habe jetzt keine Statistiken darüber, wie der Anteil dieser systematischen Geldmanager am Gesamtmarkt ist, aber ich finde, es ist mindestens eine wichtige Kraft, die man nicht vernachlässigen darf. Und ich finde auch, die Zahlen 170 Milliarden, 276 Milliarden, die sprechen für sich. Und im Gesamtkontext mit den Schwierigkeiten, die der Markt aktuell hat, ist es etwas, was durchaus zu beachten ist. Dann schauen wir einmal noch auf die technische Herausforderungen seitens der Bullen und die technischen Unterstützungen beim S&P 500. Nur noch mal zur Erinnerung, wir haben ja euch gesagt, hier oben bei knapp unter 4.200 hat der Markt einen ersten technischen Widerstand. Den hat er jetzt auch erreicht und hat eben zu den Widerständen im Moment weniger Platz im Vergleich zu den Unterstützungen. Die sind dann wieder die ersten Unterstützungen im Bereich von 4.000, psychologisch wichtige Marke, offene Lücke und dann auch die 200-Tage-Linie. Und in den Bereich von 4.000 fällt dann auch die 20-Wochen-Linie. Aktuell bei knapp über 4.000 hat nicht so eine große Aussagekraft, aber ich finde, sie passt eben dazu, zu den Unterstützungen, die wir im Tageschart herauslesen können. Darüber hinaus, klar, 3.800 wichtige, größere Unterstützung im Tageschart zu sehen. Ich sage nicht, dass er dahin fällt, ich sage nur, jeder, der am Markt tätig ist, der sollte die wichtigen technischen Marken kennen. Dann schauen wir als nächstes auf das Verbrauchervertrauen in den USA. Und das Verbrauchervertrauen hat den niedrigsten Stand seit Juli vergangenen Jahres erreicht, habe ich hier für euch einmal mitgebracht. 101,3 Punkte, erwartet waren 104 Punkte, das hatte man auch im März schon gesehen gehabt. Und es zeigt, dass die Verbraucher pessimistischer geworden sind hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung bei den Geschäftstätigkeiten im Allgemeinen. Man sieht das auch ganz gut bei der Befragung zu den Jobaussichten. Also es werden ja 5.000 Haushalte in den USA gefragt. Und hier in schwarz dargestellt sehen wir den Anteil der befragten Menschen, die sagen, dass es im Moment ausreichend oder beziehungsweise reichliche Jobs gibt. So 48,4%, gut, die Hälfte sagt das, aber nur 12,5% sagen, dass auch in den nächsten 6 Monaten es ausreichend und viele Jobs geben wird oder dass es sogar ein Wachstum geben wird. Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, das ist auch der niedrigste Wert seit 2020. Also im Moment gute Situation, ausblickend ist es eher etwas negativ zu sehen. Und ich finde, die einzelnen Puzzleteile, die wir gerade erkennen können, die setzen sich gerade beim Konsumenten in den USA zusammen. Nämlich hohe Inflation, eine Kreditvergabe, die schwieriger geworden ist, weil die Zinsen gestiegen sind. Also wird es auch schwieriger sein, dann Geld auszugeben und sich vielleicht eine größere Anschaffung leisten zu können. Außerdem dann auch noch eine erste Abkühlung im Arbeitsmarkt, wenn auch noch nicht so, dass man sagen müsste, dass jetzt die Wirtschaft in sich zusammenbricht, aber doch in den ein oder anderen Sektoren gibt es schon Entlassungen. Und da wird der Konsument natürlich vorsichtig und wird eben pessimistischer in die Zukunft schauen. Das ist vor allen Dingen für die USA entscheidend, weil ja 75% der Wirtschaft am Konsum direkt dranhängt. Und deswegen ist das Konsumentenvertrauen besonders wichtig. Allerdings, dieser Pessimismus ist im Kontrast zu sehen zu den sehr guten Quartalszahlen von Visa. Durch die Bank gute Ergebnisse beim Gewinn, beim Umsatz, auch die Erwartungen übertroffen. Insgesamt hat man von einem höheren Transaktionsvolumen profitiert, auch weil es länderübergreifende Zahlungen gibt und da insbesondere die aktuelle Reisetätigkeit, die Visa hilft, und die positiv auch hervorgerufen wurde. Der CEO hat bei der Präsentation dann auch gesagt, er sei zuversichtlich, dass sich Visa in einem Umfeld, das sich ständig ändert, die Fähigkeiten hat, entsprechend zu performen. Die starke Entwicklung, die Visa gerade sieht, die soll auch weiter anhalten. Man erwartet ein Umsatzwachstum in Höhe von einem niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
Das wären dann, Sie haben auch eine Zahl genannt, knapp 2% über den Erwartungen der Analysten. Also ihr seht schon, das ist so, auf der einen Seite, der Konsument ist eher weniger euphorisch im Ausblick, aber Visa sagt, nö, also bei uns ist der Konsument freudig, was das Ausgeben angeht, und entsprechend optimistisch schaut man nach vorne. Man muss natürlich dazu sagen, Visa hat nicht nur Klienten in den USA. Ich finde, da gibt es den Widerspruch und es muss sich zeigen, was dann tatsächlich in den kommenden Wochen sich ausspielen wird. Charttechnisch, muss man bei Visa festhalten, ist der Widerstand auch klar zu sehen, in diesem Fall bei 235. Das ist nämlich hier, ich gehe mal schnell in die Woche rein, ein ehemaliges Hoch gewesen aus dem Jahr 2023, aus dem Januar. Und das ist etwas, wo die Bullen sich schwer tun können. Ausgedehnte Bewegung hat das Potenzial zurückzukommen, falls eine Konsolidierung zustande kommt. Größere Wahrscheinlichkeit. Ich sage jetzt nicht, dass der hier unbedingt scheitern muss. Im Moment sehen wir einen ersten Rücksetzer und deswegen würde ich mich erstmal bei Visa auf die Unterstützungen konzentrieren. Von der letzten Aufwärtswelle 50% bei 222, die 61% bei 220 und dazwischen, nochmal kurz in die Woche, seht ihr auch die 20-Wochen-Linie als erste Unterstützung bei 222. Natürlich, falls Visa tatsächlich unter Druck kommen sollte und die Aktie dann in Richtung 206 kommen möchte, dann wäre das eine größere Unterstützung mit der 200-Wochen-Linie und dieser fallenden Kanallinie. Was die Bewertung angeht, bei Visa 32er KGV, wenn man sich so die Historie anschaut, das ist im Vergleich nicht teuer und auch nicht günstig. Visa hat traditionell KGVs im 30er-Bereich, ist aber teurer als die Konkurrenz. Insofern ist es für Visa besonders wichtig, dass man diese starken Zahlen seitens der Umsatzentwicklung und seitens des Gewinns auch weiter festigt, damit eben weitere Kursanstiege möglich sind. Aus meiner Sicht technisch eher auf Unterstützung achten und diese Anstiegswelle ist meiner Meinung nach nicht mit größerer Wahrscheinlichkeit versehen, dass sie ohne weiteres weitergeht. Ich sage nicht, dass er nicht auch weitergehen kann, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist geringer. Und wir schauen auf Europa und zwar auf Aussagen von Frau Lagarde und Frau Schnabel. Frau Schnabel ist die deutsche Stimme mit Herrn Nagel zusammen in der EZB und sie sagt, dass Zinsanhebungen um 50 Basispunkte noch nicht vom Tisch seien. Auch die EZB entscheidet nächste Woche über die Zinsen am Donnerstag. Sie sagt, man soll datenabhängig darauf schauen. Das ist ja das Lieblingswort von Frau Lagarde, data dependent. Sie spricht das immer so phänomenal aus, wie ich finde. Das hat sie aber auch bestätigt und sie sagt, ja, die Inflation ist höher im Moment als erwartet und auch die Wirtschaft ist resilienter als erwartet. Deswegen sei eben dieser 50 Basispunkte Anstieg noch nicht vom Tisch. Es gibt aber aus ihrer Sicht keinen Grund, von einer Rezession auszugehen in Europa. Der Bankenstress, dazu hat sie sich auch geäußert, ja, der wird sicherlich die Kreditkonditionen erschweren. Das müsste man in Erwägung ziehen. Aber so wie ich das Interview gelesen habe und wie die Stimmung zwischen den Zeilen ist, da ist das eher etwas, was die EZB zwar bemerkt und auch beachtet, aber nicht dazu führen wird, auch Stand jetzt, dass die Politik wirklich in großem Stil hinterfragt wird und dass sie von der restriktiven Art zurückgehen wird. Frau Lagarde hat im gleichen Zug gesagt, auf einer Podiumsdiskussion, dass die Maßnahmen der EZB erste Wirkung zeigen. Man sieht zum Beispiel, dass in Italien die Inflation zurückgeht, aber die Kerninflation ist immer noch sehr hoch und das habe ich euch auch noch mal zur Erinnerung mitgebracht. Die Kerninflation in Europa immer noch 5,7%, auch wenn die Inflation insgesamt zurückkommt. Die Kerninflation ist es, die die EZB unter Kontrolle bringen möchte und ganz passend dazu, am Donnerstag kommt die EZB-Zinsentscheidung und am Dienstag schon kommen die neuesten Zahlen zur Inflation aus Europa. Da sind wir sehr gespannt und geben euch natürlich dazu ein Update. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Glaubt ihr, dass die
Herausforderungen am Markt gerade berechtigterweise groß sind? Oder glaubt ihr, nee, jetzt kann es weitergehen und alles ist schon eingepreist von negativen Stimmungen und deswegen kann es noch weitergehen? Glaubt ihr diesen Berechnungen von Goldman Sachs? Ich bin gespannt. Macht's gut und habt einen erfolgreichen Tag.